Seien Sie herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir melden uns heute von der Vicarage Road. Ihre Kommentatoren sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Watford gegen AZ Alkmaar. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Es gibt nichts Größeres im europäischen Fußball als diese UEFA Champions League. Die wollen sie alle gewinnen. Diesen Titel wollen sie alle unbedingt holen. Das merkst du vom ersten Spieltag an. So geht Watford in diese heutige Partie. Im Tor darf heute Ben Foster ran. Tom Cleverley steht im Zusammenspiel mit Etienne Capoue im Zentrum. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Das ist die heutige Aufstellung der Gäste. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Wir steigen ein in dieses Spiel am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Gut den Körper eingesetzt. Macht er gut. Sehr guter Einsatz. Letschert. Dani de Witt. Jetzt wird's gefährlich. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Klasse Pass. Da schießt er. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Cleverley. Kabasele. Capoue. Nathaniel Chalobah. Capoue. Cleverley. Capoue. Craig Cathcart. Nathaniel Chalobah. Capoue. Capoue.
Kabasele. Craig Cathcart. Klasse Aktion, Ball ist weg. Energisch den Ball geklärt, es gibt Einwurf. Craig Cathcart. Nathaniel Chalobah. Ismail Assar. Schöne Pässe jetzt auf Seiten von Watford. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Jetzt die Ecke. Capoue. Kabasele. Capoue. Cleverley. Capoue. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den dran sind. Ismail Assar. Ball wieder zurück. Ist es das jetzt? Ganz starke Aktion vom Torhüter. So, Ecke kommt. Da ist das Tor und sie haben den Ausgleich. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Da verlieren sie den Ball. Ja, der nächste tolle Pass. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Capoue. Nur noch der Torwart vor sich. So, die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell.
2-1, hier ist noch alles drin. Martins Indy. Danny De Witt. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Das war vielleicht ein Pass zu viel. Jetzt ist der Ball weg. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ja, wer lässt sich da etwas zu viel Zeit? Danny De Witt. Pass kommt. Cleverly. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Da verlieren sie den Ball. Martins Indy. Die erste Hälfte war spannend. Es ging hin und her und wir gehen mit einem 2:1 in die Pause. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und jetzt geht dieses erste Gruppenspiel der UEFA Champions League weiter. Danny De Witt. Ball verspringt, klar, schwache Ballannahme hier, aber der Druck war auch enorm. Nathaniel Chalobah. Kabasele. Jetzt der Ballverlust. Schöne Aktion. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Gefährlich! Mit ihrer Passsicherheit kontrollieren sie die Partie gerade. Ah, das könnte es sein! Und da fällt der Ausgleich! Ein Tor aus heiterem Himmel. Klingt komisch, ist aber so. Partie lief zuletzt eher gegen sie, aber das ist clever gemacht. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Das ist doch genau das, was wir sehen wollen. Ein spannendes, enges Match. Und jetzt haben wir hier auch wieder einen ausgeglichenen Spielstand. Schöne Aktion. Cleverly. Capoue. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Nathaniel Chalobah. Ismail Assar.
Capoue. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Danny De Witt. Ja, könnte was werden. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Danny De Witt. Martins Indy. Danny De Witt. Er zieht ab. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Wunderbar, wie er diesen Ball trifft. Da ist eine Menge Wucht, eine Menge Power hinter. Da hat der Keeper keine Chance. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Drei zu zwei also. Da ist alles drin. Durchwachsene Ballannahme, aber er behält dennoch erstmal trotz Bedrängnis den Ball. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Capoue. Ismail Assar. Kann er was draus machen? Cleverly. Hughes. Craig Cathcart. Jetzt in der Anspielstation. Ja, da ist er zur Stelle. Ballgewinn. Wird Einwurf geben. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Capoue. Da geht er dazwischen. Danny De Witt. Martins Indy. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und Sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Wird das die Entscheidung? Noch lebt die Chance. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Vier zu zwei steht's damit. Hier ist einiges los. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten.
Die Gäste werden wechseln. Jus. Klasse Pass. Ballverlust. Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Das könnte die Gelegenheit geben. Geht da noch was? Viel Zeit ist nicht mehr, aber ich glaube, das wird noch spannend. Nochmal die Wiederholung. Ja, und nach dem Fehlpass ist natürlich viel zu viel Unordnung da. Und das wird eiskalt bestraft. Hier nochmal dieser Treffer. Unglaublich, was hier heute passiert. Beide Teams haben vorne einen Sahnetag erwischt. Über die Defensive reden wir aber besser nicht. Sie spielen sich jetzt den Ball hin und her. Die Zeit verrinnt. Klar, das gefällt hier nicht allen. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ledger. Ballverlust. Das war's für heute. Schlusspfiff. Es gibt an diesem ersten Spieltag eine Niederlage. Das ist der Fehlstart, den hier in der UEFA Champions League jeder vermeiden wollte. So eine enge Gruppe. Du musst jedes Spiel ernst nehmen, immer 100% geben, sonst kommt eben sowas dabei raus. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Nächstes Spiel, trotz Reaktion. Das ist angesagt.